Guten Abend, liebe Dresdner, liebe Gäste. Jetzt ist es schon ziemlich schwer, hier noch was draufzusetzen. Außerdem stehen wir ziemlich im Regen. Deswegen werde ich mich jetzt kurz fassen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich jetzt hier zu unserer Veranstaltung gekommen seid. Es ist ja so, dass wir diese Veranstaltung bewusst von Pegida abtrennen. Denn wir sind, wie der Eckbart schon sagte, eine Partei. Wir haben unsere eigenen Anliegen und unsere eigene Art, euren Willen zu repräsentieren. Eine Bürgerbewegung hat da andere Möglichkeiten und ich habe auch auf eine Bürgerbewegung keinerlei Einfluss. Deswegen haben wir uns zu dieser Form entschlossen. Wir und Pegida, wir haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Von beiden, die Pegida als auch die AfD, wir haben ein Programm, das kann jeder im Internet nachlesen, darauf muss ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Noch können wir das nachlesen, wir haben ja noch kein China-Internet. Heiko Maas arbeitet zwar dran, aber ihr habt noch die Möglichkeit, euch zu informieren. Was wir mit Pegida gemeinsam haben, das ist die schlechte Presse. Deswegen gibt es auch gar keine andere Möglichkeit, als zwei getrennte Veranstaltungen zu machen, denn wir müssen ja auch Schaden von der AfD abwenden, der in der Presse entsprechend niedergemacht werden wird. Sie werden immer, wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder im Fernsehen mal was anschauen, dann hören Sie immer die rechtspopulistische AfD oder die fremdenfeindliche Pegida. So, das sind so Begriffe, mit denen wird man gern etikettiert. Und zwei Veranstaltungen, das heißt dann auch, wenn wir Dresche kriegen, ist Pegida wenigstens außen vor. So, jetzt noch etwas zum heutigen Datum. Ich wollte eigentlich nur über das Parteiprogramm reden, aber wir haben den 8. Mai. Das ist in Deutschland ein schicksalsschwerer Tag. Und als ich gesagt habe, ich will was dazu sagen, hat man mir davon abgeraten. Denn das ist ein Datum, wenn man dazu was sagt, kann man eigentlich sehr viele Minen hochgehen lassen. Es kommt darauf an, was man sagt, schon hat man was Falsches gesagt. Aber es ist zum Schluss auch so, was man nicht sagt, auch das kann einem vorgeworfen werden. Deswegen ganz kurz, der 8. Mai, der ist ein Tag, der symbolisiert sozusagen den Schluss und Endpunkt einer ganz verhängnisvollen Entwicklung, die unser Land genommen hat. Diese Entwicklung begann in den 30er Jahren. Eine völlig totalitäre Ideologie hatte von diesem Land Besitz ergriffen und hat es in die Katastrophe geführt. Wir haben viel Leid über das deutsche Volk erfahren dadurch. Und auch über die anderen Völker in Europa, die haben darunter gelitten und besonders das jüdische Volk. Das hängt uns natürlich an. Und jetzt möchte das jeder so gerne wie möglich loswerden. Die einen haben herausgefunden, das ging ja schon bei Bismarck los, mittlerweile ist auch Luther im Gespräch und wenn die noch eine Weile weitermachen, dann kommen sie beim Kaiser Barbarossa an. Andere, die sind der Meinung, wir erklären das einfach für uns nicht mehr so für richtig zuständig. Aber da kommt man so leicht nicht raus. Aber diese Diskussion muss jeder mit sich ausmachen. Aber was wir mit diesem Tag anfangen können, ist einmal nachzudenken, was ist denn da wirklich passiert? Was hat sich denn damals ereignet? Und das, würde ich mal sagen, das ist mit den heutigen Worten ein Elitenversagen gewesen. Man hat eben geglaubt, eine totalitäre Ideologie kann man bändigen. Aber sie mündet in einer Diktatur und diese Diktatur führte dann eben zu dieser Katastrophe. Und das ist das, was wir daraus lernen müssen für den heutigen Tag. Es gilt, die Demokratie und die demokratischen Institutionen zu stärken und sie zu verteidigen gegen alle Extremisten, von rechts oder auch religiös, wie auch immer. Niemand soll sich hinstellen können und sagen, das haben wir nicht so gedacht, wir haben gedacht, das gibt sich alles oder wir können das umerziehen. Wer in Deutschland irgendwo das Wort ergreift in der Öffentlichkeit oder sich in die Institutionen drängt, der muss sich vorbehaltlos zum Grundgesetz bekennen. Der muss aus meiner Sicht auch unterschreiben, dass er sich zur Demokratie bekennt. Sonst kann er keine staatlichen Mittel bekommen und dann kann er auch eigentlich keine Führungsfunktion irgendwo innehaben. Und wir haben diese Versuche, dass wir zurzeit immer mehr auch von Extremisten bedrängt werden. Das ist etwas, was mit der AfD nicht zu machen ist, wo wir dagegen stehen. Diese rechtspopulistische Anmache, die wir immer erfahren, da muss ich mal Folgendes dazu sagen. Wir sind nicht linkisch.
Was wir tun, ist Recht und was wir wollen, ist rechtens. Eben unser Land weiterführen in eine Zukunft, die globalisiert sein wird, aber die wollen wir als Deutschland, als deutsche Nation erfahren. Jetzt eben, und dann der Populismusvorwurf, den wir auch immer bekommen. Wir sind Populisten, selbstverständlich. Unsere Mitglieder und Funktionäre kommen aus dem Volk. Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn das Geld am Monatsende knapp wird. Sie sind für dieses Land und sie sind nicht für irgendwas, sie sind für Deutschland. Insofern sind wir gerne Populisten und diesen Begriff betrachte ich nicht unbedingt als Schande. Es gibt den Kanzlerkandidaten der SPD. Ja, ich will ja noch mehr zu sagen. Der Mann, der hat schon mal den Titel Sozialpopulist bekommen. Das ist ja fast ein Ehrentitel. Man muss wissen, der verdient über 300.000 Euro netto im Jahr. Da könnt ihr davon träumen. Als Politiker in Brüssel sagt er das jedes Jahr ein. Und der Mann stellt sich dann hin und spricht von sozialer Gerechtigkeit. Als hätte es nicht die SPD schon lange in der Regierungsverantwortung gegeben. Als hätten sie das nicht längst machen können. Der geht damit auf Wahlfang. Das ist purer Stimmenfang. Da geben wir gar nichts drauf. Da wissen wir, was wir davon zu halten haben. Er ist kein Sozialpopulist. Er ist ein Sozialdemagoge. So, aber es gibt noch andere SPD-Mitglieder, die achte ich sogar zum Teil. Einer hat es mal geschafft, ihr wisst, in Berlin, da baut die Vereinigte Linke schon seit gefühlten 100 Jahren einen Flughafen. Den kriegen die nicht fertig. Jetzt haben sie in der Diskussion, alles wieder abzureißen und doch nochmal von vorne anzufangen. So wird dort mit Steuergeldern umgegangen. Und es gibt aber einen aus der SPD, der hat es mal geschafft, in diesem Sumpf die Finanzen zu ordnen. Viele von euch werden ihn kennen, er ist Thilo Sarrazin. Der hat mal was ganz Vernünftiges über die AfD gesagt. Er hat gesagt, die AfD ist eine nationalkonservative, liberale Partei. Und das können wir uns jetzt mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich sind wir national. Die Begriffe Deutsch, Deutschland, deutsches Vaterland, deutsches Volk, die gehen uns doch leicht von den Lippen. Wir werden noch nie sagen, das sind die hier lebenden, schon länger hier lebenden Menschen in solchen Schnee. Das sagen doch nur Leute, die keinen Begriff mehr von einer Nation haben, die nicht wissen, dass der Nationalstaat seine Funktion auch in einer globalisierten Welt haben wird und auch weiterhin haben will. Den wollen wir als AfD nicht abschaffen. Wir werden ihnen dafür kämpfen, dass unser Land als freie, wir als Deutsche, als freie und selbstständige, selbstbestimmte Nation weiterhin in diesem Land unseren Platz haben werden und auch in der Welt. Wir sind auch konservativ, denn wir machen nicht jedes Experiment mit, was die Vereinigte Linke uns vorschlägt, sondern da schauen wir erstmal, wie es in anderen Ländern funktioniert. Und wenn Frankreich und Großbritannien große Probleme mit Einwanderern aus dem Mittelmeerraum haben, besser gesagt aus Nordafrika und aus ihren Kolonien ehemaligen, dann müssen wir dieses Experiment nicht unbedingt nachmachen. Da bin ich da ganz konservativ und sage, lass die doch erst mal zeigen, wie es funktioniert. Und wenn es dann funktioniert hat, dann können wir ja auch mal sehen, ob wir das auch hinkriegen. Aber jetzt wieder so ein Menschenexperiment hier mit uns zu machen, da sind wir doch strikt dagegen. Zum Schluss noch der Begriff liberal, einer der missverständlichsten Begriffe heutzutage. Wir stehen dafür, dass eure Freiheit gewahrt bleibt, dass ihr eure Selbstbestimmung behält und dass euer Eigentum und eure Persönlichkeit und eure körperliche Unversehrtheit gewährt bleibt. Es kann nicht sein, dass Einbrecherbanden hier ungehindert durchs Land ziehen, die Wohnungen leerräumen, dass man sich nachts in gewisse Viertel nicht mehr auf die Straße trauen kann, dass es Städte gibt, in denen ganze Stadtviertel die Polizei nicht mehr reintraut, sich nicht mehr reintraut, dass dort Kriminelle, die Polizisten bei der Entwicklungsarbeit, bei der Aufnahme von Verbrechen behindern, da sind wir natürlich dagegen. Und das muss mit diesen Leuten, das muss mal in den Griff gekriegt werden. Das ist auch liberal, wenn der Rechtsstaat seine Zähne zeigt und Ordnung durchsetzt. Das gehört dazu.
Dafür werden wir uns auch einsetzen, wenn wir im Bundestag sitzen werden. Zunächst sicherlich als Opposition, aber Eckbert hatte schon das Ziel vorgegeben, 51% stehen an. Und dann werden wir dieses Land wieder dorthin führen, wo es hin muss. Hier werden wir den Wohlstand, den ihr erarbeitet, auch hier im Lande haben. Der Wohlstand und die Grenzen, das wurde mir hier gerade zugerufen. Es ist klar, eine offene Grenze und ein Wohlfahrtsstaat, das muss jedem klar sein, das geht nicht. Viele von der Vereinigten Linken, die fordern ja offene Grenzen, jeder darf reinkommen. Es gibt aber auch ein Papier von der Islamministerin Özebus unter ihrer Führung ausgearbeitet. Das sieht vor, dass künftig auch Nicht-EU-Ausländer in Deutschland das Wahlrecht bekommen. Das zusammen mit offenen Grenzen ist das Ende. Das muss man wirklich mal so sagen. Dieses Papier liegt in den Schubladen. Das ziehen die vor nach der Wahl. Da könnte Gift drauf nehmen. So. Das zu dieser Thematik. Wir haben auch Politiker, die völlig vergessen haben, wer sie gewählt hat. Wenn ich als Kreisvorsitzender, Vorsitzender des Kreisverbandes hinter einem Schild herlaufen würde, auf dem steht AfD, du mieses Stück und so weiter. Ich benutze keine Fäkalsprache. Ich wäre die längste Zeit Kreisvorsitzender. Es gibt aber die Rote von den Grünen, die läuft hinter einem Schild her, Deutschland, du mieses Stück und so weiter, die ist immer noch im Bundestag. Ich kann mir kein anderes Land vorstellen, wo sowas möglich ist. Wo leben wir eigentlich? So, es kommen noch die Themen. Abschieben! Ja, wohin? Wohin? Wer nimmt die Frau? Wer nimmt die Frau, liebe Leute? Die nimmt keiner. Die müssen wir behalten. So, es gibt noch weitere Themen. Ihr steht im Regen, ich versuche mich kurz zu fassen. Wir als AfD. Uns wird immer vorgeworfen, wir sind gegen Europa. Das ist totaler Quatsch. Wir sind überhaupt nicht gegen Europa. Aber wir sind gegen das Europa, was die Vereinigte Linke sich bastelt. Wir wollen ein Europa der Vaterländer. Ein Europa, in dem die einzelnen Staaten weitgehend ihre Souveränität behalten, dort, wo es erforderlich ist. Nur dort geben sie die ab, wo wir gemeinsam im Staatenbund stärker sind, wo es sich für uns auch wirklich lohnt. Der gleiche Gedanke, der gehört übrigens auch in die deutsche Politik wieder reingetragen. Die Länder, die Bundesländer, die müssen auch wieder mehr Verantwortung übernehmen für das, was sie so anstellen. Es kann nicht sein, dass die einen Länder zum Beispiel Gesetze nicht mehr vollziehen und absolut pflichtige Ausländer einfach weiter aus Steuergeldern alimentieren und andere Länder müssen das erarbeiten. Jeder muss für seine Politik selbst einstehen. Diese Politik mit Europa ist ohnehin an einem Scheidepunkt angekommen. Es ist ja nicht nur diese wachsende Souveränität, die wir verlieren in wachsendem Maße. Es geht ja auch um den Euro. Der Euro ist ja auch so eine Sprengbombe, die demnächst mal hochgehen wird in irgendeiner Form. Sie macht die Wirtschaft kaputt bei denjenigen, wo der Kurs zu hart ist. Die kommen nicht mehr auf die Füße. Und sie macht aber auch unsere Wirtschaft auf die Dauer kaputt, weil der Eurokurs einfach zu billig ist. Investitionen werden dann nicht mehr getätigt. Das führt jetzt zu weit. Aber auf jeden Fall, mit dem Euro wird es nichts werden. So, zum Schluss noch ein Wort zum Islam. Wir haben in unserem Programm drinstehen, wir sagen Nein zum Islam. Er gehört nicht zu Deutschland. Und das hat Gründe. Ein Grund ist, im wichtigsten Buch dieser Religionsgemeinschaft stehen 25 Tötungsaufrufe gegen Ungläubige. Das ist eigentlich nicht für uns nicht akzeptabel. Aber auch in der Bibel stehen nicht nur die Bergpredigt, da stehen auch ein paar Sachen, die lesen Sie besser nicht Ihren Kindern vom Einschlafen vor. Man könnte damit noch klarkommen. Aber es ist auch das Problem, dass jeder gläubige Moslem die Scharia über die öffentliche Ordnung, die wir haben, über unsere Gesetze stellt. Das können wir auch nicht akzeptieren, deswegen gehört er auch nicht zu uns. Und es ist auch gut zu sehen, wir könnten ja auch sagen, gut, warum nicht Islam, aber Leute, wir haben mal Abdul Samad,
die müssen unter Polizeischutz leben, nur weil sie mal dieser Religion entsagt haben. Und das mitten in Deutschland. Das geht auch nicht. Deswegen sind wir dagegen. Und letzten Endes könnte ich mich immer noch, wenn ich umschaue, sehe ich kein einziges islamisches Land, das demokratisch ist, in dem es sich lohnen würde zu leben. Deswegen kommen die auch alle hierher. Aber das Problem ist, dass sie dann hier unter der Scharia leben wollen und sich unter der Burka verkriechen. So, für alles diese Dinge werden wir uns im Bundestag einsetzen, denn es ist wirklich, so es hier an dem Magen steht, Zeit für Veränderungen. Und wir werden und müssen diese Veränderung durchführen, damit unser Land weiter wächst und gedeiht. Mir wurde hier schon gedeutet, ich rede zu lange. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und übergebe wieder an den Eckhardt.